Ja. Jetzt sitzen wir wieder draußen im Rehen. Und ja, Mimi sitzt natürlich auch dabei. Die kriegt sich immer mehr oder bestimmt sich immer mehr hier zum Familienmitglied. Dass sie überall ihre Nase dabei hat. Die besten Plätze sind ihr gewiss. Genau, weil das auch beim Regiestuhl. Wir haben so einen zusammenklappbaren Regiestuhl. Das war auch hier da im Schlafzimmer, wo sie eigentlich keinen Eingang hat. Aber da hat sie sich natürlich neben das Schlafzimmer gesetzt. Ja, davor. Ne? Davor, aber auf der Terrasse. Aber es sollte sich jetzt nicht alles um die Katze drehen. Wir haben heute noch schöne... Na, aber nun doch, guck, das ist doch wohl nicht in deinem Sinne. Schöne Erlebnisse gehabt mit... im großen Zirkuszelt vom Zirkus Knie. Ralf war da noch zum Zirkus, zum Dankgottesdienst nannte sich das. Das Wort habe ich gesucht. Ja, Dankgottesdienst, weil der Zirkus Knie, der sollte eigentlich schon jetzt im März oder April, sollte der hier seine Auftritte und Aufführungen haben. Und das ist dann alles gestrichen worden aufgrund der Corona-Krise. Da saßen die hier im Prinzip fest, wie der Pfarrer so schön sagt. Und normalerweise wird so ein Zelt dann immer wieder abgebrochen und das ist schon ganz ungewöhnlich, dass so ein Zelt dann über Monate da steht mit der gesamten kleinen Zeltstadt. Das sah irgendwie so ganz romantisch aus, für mich romantisch, diese vielen Wohnwagen und Zelte davor. Ja, wäre bestimmt jetzt so, da kommen so Erinnerungen, wäre ich da vielleicht auch mal gern mitgefahren. Und dann wurde noch eine Kommunion, da kam extra ein Zirkusfahrer aus Bonn, das war natürlich auch noch so was, der sprach aber gar nicht rheinisch, war ich enttäuscht. Und hat noch an ein Zirkuskind die Kommunion verteilt und dann wurden auch noch solche Keulen, ja solche Jonglierkeulen, so nennt man es genau, die wurden dann auch noch gesegnet, ja. Und Barbara, die wollte nicht mit in den Gottesdienst, da ist sie nicht so zu haben. Ne? So motiviert, Nicht so motiviert, so. Da habe ich sie dann auch noch abgeholt, da haben wir auch noch ein bisschen gesessen, auch noch ein bisschen Getränk, ein bisschen laut. Und dann haben wir nochmal, weil wir gerade bei der Motivation waren, dann haben wir den Leiter der Zirkusschule, Christian heißt er, den haben wir dann auch nochmal getroffen. Und erzähl du mal weiter. Das war eigentlich ganz interessant, was er so gesagt hat. Ja. Na gut, mache ich weiter. Ja. Also schön im Fluss, ja. Okay, ja, eben, dass die Kleinste, die Freier, die wäre immer weggewischt, wäre auf allen Hochzeiten getanzt. Da haben wir gesagt, so ähnlich wie unsere Katze, sind wir doch wieder bei der Katze, die auch auf allen Hochzeiten tanzt. Ja, und Solveig, ja, das wäre schwierig gewesen. Ne? Er hätte mit den Kindern, aber es war nicht nur auf Solveig bezogen, sondern wohl auf diese ganze Gruppe, immer wieder geprobt und geprobt, und das hätte ihn so geärgert, er würde das jetzt schon zum sechsten Mal gemacht haben, es wäre die schlechteste Gruppe überhaupt gewesen, und dass die dann nicht mal an eine bestimmte Stelle hinschauen bei der Zauberei, weil vor allen Dingen beim Zaubereck, den sie da gemacht haben, und das wäre nicht gut gewesen. Positiv hat er am Ende aber dann nochmal gesagt, dass die Solveig, und das fand ich ganz beachtlich, dass sie dann am Ende nochmal, also am letzten Tag nach der allgemeinen Vorstellung zu ihm hingegangen ist, und hat gesagt, ja, es wäre doch eine schöne Zeit gewesen und hat sich bedankt. Und wer tät ihr leid, wenn es jetzt vielleicht nicht so, hast du so gesagt? Ich meine, sowas hätte. Wir waren ja nicht dabei, aber es hat ihn schon beeindruckt, dass ein Kind sich bedankt hat. Und gerade von dem Kind, von dem er es jetzt nicht erwartet unbedingt hat. Ne? Weil von dieser Zirkusschule, da ist ehrlicherweise von uns aus zu sagen, hatten wir so die Erwartung, dass die Kinder da mal reinschnuppern und ja, hier und da ihre Freude dran haben. Aber es war schon gedacht, dass die auch was lernen, trainieren und, genau, und was präsentieren. Und das ist sicherlich ungewohnt, ja, gerade für diese Gruppe, für diese Zielgruppe. Haben wir uns überlegt, ihr könnt ja auch mal eine Zirkuswoche, genau, für Senioren anbieten. Aber dann haben wir uns weiter überlegt, wer würde uns denn jetzt noch Beifall spenden? Haben wir gesagt, wenn wir einen Purzelbaum schlagen, genau, oder dann werden unsere Enkelkinder dorthin bringen und auch wieder abholen am Abend für Opa und Oma. Ja. Nee, aber ich wollte noch einen Gedanken, das fällt mir jetzt so gerade ein aus dieser
aus diesem Gottesdienst, das fand ich eben auch so berührend, wo der Pfarrer sagte, eben diese ganzen Schausteller, Zirkusleute, ja, Marktbeschicker, also diese Jahrmarkt- oder Rummelbeschicker, die würden doch den Leuten, dass wir dir deren besondere Begabung, Freude schenken. Das fand ich eigentlich auch schön. Und ich sehe da eigentlich auch, da blinkt Gott auf in solchen Dingen, wie so eine Artistik oder so. Und dann, ja, wenn es einen erreicht. Bei dir ist es ja nicht so, ne? Ich erreiche das nicht so. Diese ja, für Artistik mich ist diese Show. Dieses Staunen beim Zauberei, bringt dich das nicht auf? Das ist doch so. Oder wo der geklingelt hat, der Clown da. Ja, so eine Show kann ich relativ wenig abgewinnen. Ich kann die Leistung würdigen, aber mich reißt sowas nicht vom Hocker. Aber ich hatte gerade noch einen anderen Gedanken, weil du zur Predigt sagtest, interessant war, dass Ralf aus der Predigt eine Geschichte mitbrachte, die ich zuvor im Christ der Gegenwart auch gelesen hatte, von der Frau aus Kanaan, die sich an Jesus gewendet hatte um Hilfe für ihr Kind, ihre Tochter, glaube ich. Und er sich nicht für zuständig erachtete, weil er nur für sein Volk unterwegs sei. Und im Christ, in dieser Zeitschrift, wo ich es gelesen hatte, war das unter der Rubrik eben auch, Jesus ist an seine Grenzen gestoßen und hat erfahren, dass auch diese erweiterbar sind oder ausdehnbar und überschreitbar sind. Mhm. Und du hattest eine ähnliche Interpretation jetzt aus dem Zirkus, aus der Zirkuspredigt mitgebracht. Ja, 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 der hatte das so ein bisschen auf die Gegenwart übertragen, wenn die großen Stars unterwegs sind, dass die sich dann also nur gar nicht jetzt um die kleinen Fans kümmern, sondern nur um die großen Honneurs, würde ich mal sagen, den schütteln sie die Hände und die kleinen bleiben am Rande stehen oder gehen leer aus. Da guckt keiner drauf. Ja, also... ja, und da hat das fand ich schon interessant in der Predigt, dass der Jesus ja, sich auch menschlich zeigt, also auch Yin und Yang. Der war nicht schon immer so drauf, sich um jeden und alle zu kümmern. Ne? Also. Hohes Ziel formuliert, aber ja, man sollte auch sich selber Fehler gönnen können oder zugestehen. Oder was heißt Einschränkungen oder Begrenzungen in der eigenen Person wahrnehmen, akzeptieren und vielleicht auch überschreiten lernen oder anders ja. damit umgehen. Ja, oder ich habe ja auch mal diese Exerzitien auf der Straße, da sollten wir auch mal Gott finden in den Obdachlosen. Das war die Losung. Aber fand ich auch gut, hat mir auch sehr bereichert das Ganze. Also mit Menschen, mit denen man sonst nicht zusammenkommt, wo man sonst eher einen Umweg drum macht. Aber man kommt auch nicht mit den ganz Reichen zusammen. Also das wurde dann immer so ein bisschen ausgeschlossen. Auch die ganz Reichen, ja, die sind auch von Gott gewollt, von Gott gemocht. Und dann gibt es solche und solche. Da gibt es auch welche, die spenden regelmäßig, ohne vielleicht groß Brimborium drum zu machen. Also alle Menschen, sage ich jetzt mal, wie ja kein Pfarrer hier, also so empfinde ich, sind von Gott gewollt um uns herum. Da wird keiner ausgegrenzt. Ja, apropos Ausgrenzung, da ist mir im Gespräch mit dem Christian aufgestoßen, dass er so ganz zufrieden geäußert hatte, dass es eben die Kinder aus gutem Hause waren, die da teilgenommen hatten. Und ich habe bei mir so gedacht, vielleicht hätten sich auch Kinder aus einfachen Familienverhältnissen gefreut, wenn da eine Teilnahme gesponsert worden wäre. Es ist sicherlich eine andere Klientel, aber ja, es gibt immer alles in der Gesellschaft. Und vielleicht ist so eine Welt des Staunens und Zauberns und des Fröhlichseins auch eine Möglichkeit, Freude zu schenken an die es am wenigsten so erwarten. Mhm. Nur das können wir schlecht so... Also ich habe dazu geschwiegen, ich habe das leider mir verkniffen, das damit, zu sagen. Man mit einzubringen. Auch mal in ja, warum soll jetzt bei so einer Tombola, das ist natürlich ein Anreiz,
ein Wochenende in Leupersdorf gesponsert werden, wenn es auch mal an die Obdachlosen gehen könnte. Ja, genau. Das mal so als Idee. An Leupersdorf, das geht dann auch wieder an diese Mittelstand. Ja, aber wir müssen aufhören. Oder wir wollen aufhören. Ja, nicht. Aber mehr beim nächsten Mal. Mehr beim nächsten Mal.